Also willkommen, vielen herzlichen Dank, dass du mitmachst heute. Danke auch. Du hast ja eine riesige Erfahrung, du bist Professor für Innere Medizin, allgemeine Innere Medizin, im Unispital Zürich mehreren Jahren, über 10 Jahre und dann in Basel vorher. Also wir sind sehr dankbar, dass wir heute von dir ein bisschen lernen können, was Innere Medizin ist, warum Innere Medizin wichtig ist, was die Rolle ist der Internisten im heutigen Gesundheitswesen. Was ist die Rolle? Gut, wir haben drei Hauptaufgaben. Die erste ist Grundversorgung, zum Beispiel ein hoher Blutdruck, eine Hypertonie oder ein Diabetes, ein hoher Blutzucker, das einzustellen. Dann eine zweite Aufgabe ist, bei einem Symptom zu diagnostizieren, warum dieses Symptom auftritt. Ist es vom Herz, zum Beispiel ein Brustschmerz oder von der Lunge oder von einem anderen Organ. Und dann eine dritte Aufgabe ist Multimorbidität, das heißt, wenn mehrere Erkrankungen gleichzeitig vorhanden sind, die sich auch gegenseitig in die Quere kommen, hier zu koordinieren. Und bei einem Patienten kann man gerade alle drei Aufgaben gleichzeitig haben, das zu koordinieren, Prioritäten zu setzen und auch zu sagen, was weniger wichtig ist. So ein bisschen, also der zweite Punkt eben, wo man herausfinden muss, was los ist, welche Diagnose in Frage kommt, das ist so ein bisschen Detektivarbeit. Ja. Ist das so ein bisschen wie Dr. House? Ja, Dr. House ist unser Vorbild, vielleicht nicht in der Art, wie er das macht, aber ich denke, diese Detektivarbeit ist extrem wichtig. Und die ist auch, das ist auch eine Erwartung vom Patienten, dass wir herausfinden, wo der Schuh drückt und warum. Ja, und das ist sicherlich, oder ich weiß das selber, dass es nicht einfach ist, gerade auch bei Leuten, die sehr viele verschiedene Krankheiten haben, wo es Interaktionen gibt, wo auch es Medikamenteninteraktionen gibt. Wie sieht es dort aus im Bereich Multimorbidität, wo viele Krankheiten vorhanden sind? Was sind die Herausforderungen? Ja, ich gebe vielleicht ein, zwei Beispiele. Gerne. Nehmen wir an, wir machen ein Computertomogramm bei einem Patienten, der Bauchschmerzen hat. Und er hat gleichzeitig ein Nierenproblem. Die Niere arbeitet nicht 100%. Und wir brauchen ein Kontrastmittel für das Computertomogramm. Und dieses Kontrastmittel schädigt die Niere dann noch zusätzlich. Und da müssen wir abwägen, sollen wir dieses CT machen, haben wir einen genügenden diagnostischen Gewinn oder die Wahrscheinlichkeit eines diagnostischen Gewinns, der das Risiko für die Niere rechtfertigt. Und so sind wir ständig am Abwägen zwischen, das nennt man Disease-Disease-Interactions, ob es sich lohnt, etwas zu machen oder das Schadenpotenzial wegen einer anderen Krankheit höher ist. Ein anderes Beispiel wäre, wegen einer Herzkrankheit muss man Blut verdünnen, gleichzeitig hat der Patient aber eine Hirnblutung gehabt. Wie groß ist das Risiko, dass die Hirnblutung wieder auftritt, wenn wir Blut verdünnen? Und hier geht es eben darum, diese Dinge in Absprache mit dem Patienten zu überlegen und durchzudenken. Die Population im westlichen Welt, auch in Europa, in der Schweiz, wird immer älter. Das heißt, wir haben immer mehr Leute mit vielen Krankheiten, vielen Medikamenten. Also von dem her ist es plausibel, dass die Rolle der Internisten, Allgemeinmedizinern, immer wichtiger wird. Wie siehst du das? Wie ist die Rolle der Internisten in dieser Sinne? Ja, ich bin 100% einverstanden mit dir. Die Medizin hat sich atomisiert, den Fachexpertisen, aber die Patienten haben immer mehr viele Krankheiten gleichzeitig. Sie überleben Krankheit A, erleben Krankheit B, überleben Krankheit B, erleben Krankheit C, aber die Krankheiten A und B bleiben übrig. Und da braucht es Leute, die das auf einer professionellen Basis dann eben koordinieren und überlegen, wie es weitergeht. Und in Super Aging Societies, die Schweiz, Schweden, Japan, ist das ganz, ganz wichtig. Man weiß auch, dass die Qualität eines Gesundheitswesens sich an dem unter anderem misst. Vielen herzlichen Dank. Das war sehr interessant und ich freue mich auf weitere Interviews in der Zukunft. Vielen, vielen Dank. Danke, Anna, danke.